Hallo, mein Name ist Marius. Ich habe hier im Gitarrenlernstudio Reine Unterricht und zeige euch heute, was man alles zum Gitarrespielen braucht. Zum Gitarrespielen braucht man natürlich vor allem eine Gitarre. Ach so. Ja, aber auch etwas Zubehör und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Zum Gitarrespielen braucht man auch eine Gitarrentasche. Da sollten Gurte dran sein, damit man sie sich auf den Rücken schnallen kann. Man braucht auch Noten und die bekommt man in der Regel von seinem Gitarrenlehrer. Man braucht auch einen Notenständer. Den stellt man dann so ein, dass man die Noten gut lesen kann. Was viele nicht kennen, ist das. Das ist eine Fußbank. Die stellt man so ein, dass man die perfekt spielen kann. Auf der Unterseite der Fußbank sind Rillen. Die muss man dann so einstellen, dass man gut spielen kann. So, jetzt ist alles da und man kann loslegen. Erlebe Musik.